Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Diesen Monat stehen kosmische Großereignisse auf dem Programm, nämlich ein Neumond, der stattfindet in Verbindung mit dem galaktischen Zentrum und uns bei wichtigen Entscheidungen hilft, und der Zeichenwechsel von Saturn in den Steinbock. Und damit beginnt für die Widder ein ganz wichtiger und großer neuer Lebensabschnitt, der ganz viel mit eurer Berufung und eurer Karriere zu tun hat. Für euch lohnt es sich auf jeden Fall, in einer persönlichen Beratung mehr darüber zu erfahren. Da bin ich dann natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorff.com. Und beides steht auch unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Bei meiner Verlosung gibt es diesmal ein schönes Geschenk zu gewinnen, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers. Ich habe hier den Steinbock umgelegt und ihr würdet dann natürlich das mit dem Widder drauf gewinnen. Und mehr dazu gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran. Im Dezember steht Liebesplanet Venus harmonisch zur Widdersonne. Das sind ausgezeichnete Aussichten für euer Liebesleben, sowohl für schöne Zeiten in der festen Partnerschaft als auch für Single-Widder, um jemand Neues kennenzulernen. Der Mars steht noch bis zum 9. Dezember in eurem Partnerhaus. Das ist besonders interessant für Widder-Damen, die einem eleganten Verehrer begegnen können. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Und da ist bei euch eine Menge los im Horoskop. Wir fangen an mit dem Quadrat zu Lilith hier im 10. Haus, also ein Spannungsaspekt. Und ob ihr nun innere oder äußere Kämpfe ausfechtet, es wird dabei darum gehen, ob ihr euren Zielen folgen und euch dabei selbst treu bleiben könnt. Und im Dezember spüren diesen Aspekt besonders die Geburtstagskinder vom 23. bis 28. März. Die ausführliche Bedeutung dieses Transits und wann Lilith durch welche Dekade geht, erfahrt ihr in meinem Video-Special Gehe deinen eigenen Weg. Dann ist für Widder weiterhin sehr wichtig, die Spannung, hier das Quadrat zu Pluto, der jetzt mitten im Steinbock steht, auf die Widdersonne. Das sind sehr starke Impulse zur Transformation und nicht immer die angenehmsten. Quadrate sind ja konflikthafte Aspekte, das heißt, es gibt Ereignisse, denen man sich stellen muss und wo man dann dran wachsen kann, aber oft ist es eben erstmal ein bisschen unangenehm. Bei euch kann das eben auch sehr stark mit Entwicklungen in eurem Beruf, eurer Karriere, vielleicht auch mit der Chefetage zu tun haben, dass da Veränderungen gibt, an die ihr euch anpassen müsst, wo ihr euch behaupten müsst. Vielleicht sucht ihr auch einen anderen Job und habt da Kämpfe auszufechten. Das ist ein wirklich herausfordernder Aspekt. Am Ende seid ihr wahrscheinlich stärker als je zuvor, aber wenn ihr mittendrin steckt, dann ist das nicht so einfach. Deswegen solltet ihr so gerade in der Pluto-Krise sein, wäre das auch auf jeden Fall eine Gelegenheit, sich da mal eine Beratung zu holen. Und im Dezember bekommen dieses Pluto-Quadrat auf ihre Sonne die Geburtstagskinder vom 7. bis 10. April. Ja, und dann haben wir noch bis zum 20. Dezember das Trigon, also den Harmonieaspekt zu Saturn. Der steht ja im Moment noch im Schützen, geht aber ja dann eben in den Steinbock am 20. Aber bis zum 20. können die Geburtstagskinder vom 17. bis 20. April noch da an ihren Plänen bauen und manifestieren und werden dann wahrscheinlich eben auch erleben, wie es dann übergeht in das Karrierefeld des Horoskops und wie man dann wirklich auch was umsetzen kann, aber wie dann auch ein etwas härterer Wind weht. Dazu komme ich aber gleich. Ja, dann natürlich weiterhin auch sehr wichtig, jetzt für die Geborenen der dritten Dekade vor allem hier die Konjunktion mit Uranus. Der Uranus ist ja so ein Impuls, dass man sich verändern will, sich neu erfinden will, was Neues anfangen will. Ist auch sehr gut, um neue Leute kennenzulernen. Hier im ersten Haus, jetzt besonders zu Beginn des Monats, steht er genau gegenüber von Mars. Das sind also starke Impulse, nochmal neue Bekanntschaften zu machen. Und sofern ihr jetzt nicht auch noch andere Planeten habt, die den vielleicht empfangen, gilt das in diesem Monat besonders für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 14. und 17. April Geburtstag haben.
Ja, und dann haben wir eben neu ab dem 20. Dezember das Quadrat Saturn für euch. Ne, habe ich ja Anfang schon erwähnt, das ist sehr, sehr wichtig. Und viele von euch bewegen sich dann in den nächsten 3 Jahren auf einen Gipfelpunkt der Karriere zu. Es warten neue Aufgaben und noch mehr Verantwortung auf euch. Es kann auch ein guter Zeitpunkt sein, um euch in dem Bereich, in dem ihr bis jetzt etwas aufgebaut habt und bereits Erfahrungen und Erfolge gesammelt habt, nun selbstständig zu machen. Allerdings wird Saturn damit eben in einen Spannungsaspekt, in das sogenannte Quadrat zur Widdersonne gehen. Und das bedeutet, dass nun Entscheidungen anstehen, die für euch nicht unbedingt einfach sind. Vielleicht wird es schwierig, weil ihr für eure wichtigen Karriereentwicklungen nun Zeit mit der Familie oder in der Partnerschaft opfern müsst. Oder ihr steht vor der Herausforderung, euren Kollegen auf einmal als Chef gegenüberzustehen. Also da ist einiges im Busch für euch und alles über diesen super wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special über Saturn im Steinbock und es das heißt Die Kunst zu manifestieren. Und darin erfahrt ihr auch, wann Saturn jeweils durch welche Dekade des Zeichens Widder laufen wird. Und die ersten, die dieses Quadrat jetzt im Ende Dezember direkt auf ihrer Sonne spüren, sind die Geburtstagskinder vom 22. bis 24. März. Ja, jetzt kommen wir zu den aktuellen Konstellationen. Anfang Dezember, das ist sehr positiv für euch, da steht die Sonne im Schützen, geht in die zweite Dekade, Merkur steht im Schützen in der dritten Dekade, Venus ist auch soeben in den Schützen gegangen, in die erste Dekade. Wunderbar, weil die Planeten stehen alle positiv für euch und das ist sehr gut, um Liebespläne zu machen. Leider werden nur diese ganzen schönen Schützeplaneten nacheinander Quadrate zu Neptun bilden. Und der zeigt ja Liebesromantik an, aber auch Heimlichkeiten und Verwirrung. Deshalb neigt ihr in der ersten Monatshälfte dazu, zu schwärmen und euch die schönsten Hoffnungen und vielleicht auch Illusionen zu machen. Nehmt diese Gedanken und Gefühle einfach wahr und genießt es, aber wartet noch ab, bevor ihr komplett euer Herz verschenkt. Dann haben wir zum Monatsbeginn eine Konstellation mit Mars und Uranus, das habe ich ja eben schon erwähnt, die einige Liebesaufregungen mit sich bringen kann, vor allem für die Widder der dritten Dekade. Wenn ihr Solo seid, könnt ihr da sehr interessante Begegnungen erleben. Und wenn euch jemand vielleicht neckt oder sogar ein bisschen ärgert, kann das ein Zeichen dafür sein, dass derjenige euch im Grunde gern hat. In bestehenden Beziehungen müsst ihr dagegen ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu Konflikten und Reibereien kommt. Festliierte Widder profitieren von der schönen Liebeskonstellation hier mit Jupiter und Neptun. Die wird zu Vollmond exakt und hat ein großes Potenzial an Romantik und liebevoller Zuwendung in sich. Und besonders schön ist dieser Aspekt für alle Widder, die spirituell unterwegs sind, besonders wenn sie einen festen Partner haben, der sich auch für den spirituellen Weg interessiert. Und deswegen ist der Vollmond am 3. Dezember für alle Widder, die in einer glücklichen Beziehung sind, ein Top-Tag. Und so sieht die Konstellation aus. Hier Sonntag wird exakt um 16:46 Uhr. Der Vollmond findet statt auf der Achse Zwillinge-Schütze. Das ist günstig zur Widdersonne, bildet aber gleichzeitig eben hier eine Spannung zu Neptun. Und außerdem wird der Merkur an diesem Tag rückläufig. Trotzdem dürfte es für alle Widder ein recht anregender und interessanter Vollmond werden. Nur für diejenigen, wo die Beziehungssituation unklar ist oder die vielleicht jemanden Neues kennengelernt haben, könnte es kompliziert werden. Noch bis zum 11. Dezember haben wir Konstellationen, die Dreiecksgeschichten und heimliche Liebschaften anzeigen. Trotzdem gibt es in dieser Zeit 2 Top-Tage, an denen ihr euch verlieben könntet. Und zwar ist das Donnerstag, der 7. und Freitag, der 8. Dezember. Da aktiviert nämlich der Mond hier den Mondknoten im Löwen und dann die Venus im Schützen und beides steht halt super zur Widdersonne. Und insofern, Mondknoten ist ja der Faktor dafür, schicksalhafte Begegnungen zu erleben. Und wenn das alles so schön in Harmonie zu euch steht, dann ist das schon super für neue Begegnungen und um jemanden kennenzulernen. Ja, aber schaut euch auf jeden Fall auch nochmal die kosmische Schwingung an, denn ich habe da auch beschrieben, dass es eben auch ein bisschen vertrackt sein kann, wenn man vielleicht in seiner Beziehung nicht mehr ganz glücklich ist und dann eben ausgerechnet jemand Neues kennenlernt. Genau, aber trotzdem, vor allem wenn ihr Solo seid, sind das 2 absolute Top-Tage für euch. Weiter geht es mit der wichtigen Konstellation am 9. Dezember. Da geht nämlich dann der Mars in den Skorpion, aus der Waage hier in den Skorpion.
Und dadurch ändert sich die Energie für euch. Das Liebesgeschehen wird emotionaler und vielleicht auch ein bisschen komplizierter. Für fest liierte Widder kann das bedeuten, dass sie sich nun mit dem Partner vielleicht wegen Geld- oder Vertragsangelegenheiten auseinandersetzen. Versucht mal in einem eventuellen Konflikt die Gefühle und Emotionen herauszuhalten und ganz sachlich zu argumentieren. Am 10. Dezember geht die Venus in die zweite Dekade des Schützezeichens, also damit günstig für die zweite Dekade der Widder. Und die Sonne geht dann am 12. Dezember in die dritte Dekade im Schützen und damit halt auch günstig für die dritte Dekade der Widdergeborenen. Ab dem 12. Dezember kann eine gewisse Ernüchterung eintreten. Vielleicht bemerkt ihr, dass eine Schwärmerei doch nicht so toll war wie gedacht und dann seid ihr froh, wenn ihr euer Herz noch nicht verschenkt hattet. Falls ihr Klarheit sucht und Entscheidungen für eure Zukunft treffen wollt, dann bekommt ihr dazu Gelegenheit in der Neumondphase. Und die geht vom Sonntag, den 17. bis Montag, den 18. Dezember. Und der Neumond wird dann exakt am 18. morgens um 7:30 Uhr. Der Sonntag ist ein Top-Tag für euch. Da solltet ihr euch Zeit nehmen für eine Neumond-Meditation. Das ist eine ganz wichtige Zeitqualität, denn dieser Neumond findet statt in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum. Das heißt, wir können jetzt die kosmische Weisheit anzapfen und das Ganze steht eben in Harmonie zur Widdersonne. Also bittet das Universum um Ideen und Lösungen und ihr werdet ganz tolle Anregungen bekommen. Am 18. geht dann die Venus im Schützen in die dritte Dekade, für euch dann gut für die Widder der dritten Dekade. Dieser wichtige Neumond, der uns bei unseren Entscheidungen helfen kann, ist sozusagen die Vorbereitung für den Eintritt von Saturn ins Zeichen Steinbock, der dann am 20. Dezember stattfindet. Und damit geht Saturn dann endgültig bei euch hier ins 10. Sonnenhaus der Berufung und der Karriere. Und außerdem wird er in den nächsten 3 Jahren zur Sonne aller Wiedergeborenen nacheinander einen harten Aspekt bilden. Das heißt, ihr werdet in eurem Leben und eurer Karriere langfristig große Fortschritte machen, aber es wird sehr anstrengend und ihr müsst viel Verantwortung übernehmen. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video über den Saturn im Steinbock, die Kunst zu manifestieren und vielleicht eben auch in einer persönlichen Beratung. Gleich danach haben wir dann am 21. die Wintersonnenwende, wenn die Sonne in den Steinbock geht und das ist genau um 17:27 Uhr. Diese Konstellationen verschmelzen dann sozusagen. Erst der Neumond, dann der Übergang von Saturn, dann die Sonnenwende. Das heißt, das zeigt uns, dass wir überhaupt an einem sehr wichtigen Wendepunkt stehen. Kurz darauf, nämlich am 23. Dezember, wird auch der Merkur wieder direktläufig. Jetzt seht ihr langsam klarer, was eure Liebessituationen und eure Liebespläne angeht. Und zu Weihnachten spürt ihr vielleicht schon, entweder schmerzlich oder glücklich, ob ihr da seid, wo ihr hingehört oder ob ihr an eurer Situation etwas ändern möchtet. Am 25. Dezember geht dann auch die Venus in den Steinbock und verbindet sich dort mit Saturn, alles bei euch im 10. Haus. Das heißt, dann haben wir insgesamt 5 kosmische Kräfte in eurem 10. Haus stehen und das wird euch sicherlich trotz Weihnachten und der Feiertage stark anregen, immer wieder über eure Zukunft und über eure wahre Berufung nachzudenken. Dafür ist ja dann auch Lilith zuständig. Tust du wirklich das, was du willst? Am 28. Dezember ist nochmal eine sehr schöne Gelegenheit für eine Meditation und eine Verbindung mit den spirituellen und kosmischen Kräften der Liebe, vor allem auch für fest liierte Widder. Und die Konstellationen zu Silvester werden euch sicherlich zum Feiern anregen. Wenn ihr ehrgeizig seid, könnt ihr ja auch mit Leuten feiern, die für euch beruflich wichtig werden könnten. Und so manche von euch werden Silvester wahrscheinlich auch arbeiten, entweder im künstlerischen Beruf, wenn ihr in der Unterhaltung tätig seid, oder auch als Berater und Seminarleiter. Ihr seht, es kommen spannende Zeiten auf euch zu. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet, entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild.
Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast. Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.